Langjährige Fußballteamchef Marcel Koller hat am Donnerstag den Kader für seine beiden letzten Spiele als Nationalteamtrainer bekannt gegeben. Also ich werde mich sicher nicht hängen lassen. Ich werde da auch versuchen, natürlich da alles nochmals aus ihnen rauszuholen. Es ist aber auch wichtig, dass eben die Spieler wissen, dass es auch um sie geht. Also weil sie werden wieder kommen oder wahrscheinlich die meisten werden wieder kommen, werden mit dabei sein. Und das ist schon wichtig, dass man auch mit der richtigen Einstellung zu diesem Lehrgang kommt und nicht denkt, okay, jetzt ist ja der Alte da vorne ist eh nicht mehr lange dabei und jetzt können wir da locker dahin gehen. Vor seinem Abschied mit Jahresende betreut Koller noch die zwei abschließenden WM-Qualifikationsspiele am 6. Oktober in Wien gegen Serbien und am 9. Oktober in der Republik Moldau. Dafür nominierte er zwei Neulinge, den LASK-Torhüter Pavao Pervan und das 18-jährige Salzburg-Mittelfeldtalent Hannes Wolf. Wir haben bei Torhüter für den Pervan entschieden, natürlich um den auch jetzt seine guten Leistungen zu honorieren. Auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen gemerkt, dass Markus Kuster da noch ein bisschen Zeit braucht, dass er vielleicht ab und zu ein bisschen nervös war. Und wie gesagt, mit dem Hannes Wolf, der eigentlich auch seit Wochen in guter Form ist, dass es für mich auch ein sehr interessanter Spieler ist, zwischen den Linien, wo er sich sehr gut bewegt. Er ist einer sag ich mal, der wenigen Österreicher, die auch regelmäßig Tore schießen. Er spielt international, also hat da auch schon Erfahrungen.